Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den August in 2022 für den Aszendenten Widder. Du hast jetzt wieder die Gelegenheit, in diesen neuen Monat zu gehen, auch mit Hilfe der Planetenenergien, der Planetenstände. Und dieses Monatshoroskop ist, wie gesagt, für den Aszendenten Widder. Das heißt, wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir berechnen kannst. Gut, dann lass uns loslegen. Wir beginnen mit den langsam laufenden Planeten. Das sind zum einen Jupiter und Saturn und zum anderen die Mondknoten Rahu und Ketu. Ihre Themen begleiten dich eine ganze Weile. Das heißt, du hast viel Gelegenheit, an diesen Gebieten zu arbeiten. Und wir starten somit mit den Mondknoten Rahu und Ketu. Der Ketu ist bei dir im 8. Haus, der Rahu ist im 2. Haus. Das ist an und für sich die Achse, wo es um Sicherheit und Stabilität geht. Mit dem Ketu setzt du mehr im 8. Haus auf innere Sicherheit und Stabilität. Natürlich ist das wichtig, aber wie stabil kannst du innen wirklich sein, wenn dir im Außen die Dinge um die Ohren fliegen? Das geht nicht wirklich. Das bedeutet, du brauchst auch auf der äußeren, materiellen, finanziellen Ebene eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Stabilität, damit du auch innen dich wirklich sicher fühlen kannst. Und das möchte der Rahu im 2. Haus. Er möchte, dass du in diesen Bereichen besser wirst. Da ist eine gewisse Unzufriedenheit zu sehen und der Grund ist, dass du eben mehr Fokus und Achtsamkeit auch auf die Bedeutung von äußerer Sicherheit und Stabilität legst und dich natürlich auch aktiv dafür einsetzt. Jupiter und Saturn sind in diesem Monat beide rückläufig. Rückläufig bedeutet, die Themen, die sie mitbringen, in den Gebieten, die sie beeinflussen, dass das nichts Neues ist. Das hat sich schon gezeigt, es war schon mal dran. Und es ist noch nicht erledigt, es ist noch nicht vollständig vom Tisch und deswegen möchte es noch einmal gesehen werden. Des Weiteren ist es so, dass die zwei die karmischen Planeten sind. Sie haben an und für sich die gleiche Aufgabe, nämlich dich auf deinem Weg zu halten oder dich wieder auf deinen Weg zu bringen. Also ganz, ganz wichtig für deinen Lebensweg, für dein Schicksal. Nur die Art und Weise, wie sie dabei vorgehen, ist unterschiedlich. Der Jupiter macht das durch Begeisterung, durch Glück, durch Freude, durch die Themen, wo du einen Sinn erkennen kannst. Und der Saturn macht das mehr über die Bereiche, die wir oft als unangenehm empfinden. Ein Verlust, eine Auszeit, ein Hindernis, eine Trennung, je nachdem. Doch wenn wir bedenken, dass auch diese Themen zum Leben zum einen mit dazugehören und zum anderen auch den Zweck haben, dich auf deinen Weg zu bringen, dann können wir sie künftig auch aus einem anderen Licht betrachten. Der Saturn ist bei dir im 11. Haus, es geht ihm dort sehr gut, auch in seinem eigenen Zeichen Wassermann. Und der Saturn im 11. Haus, da geht es um Ziele in Verbindung mit deinem Beruf, in Verbindung mit deinen Handlungen, auch in Verbindung mit der Öffentlichkeit oder auch um Themen in Verbindung mit staatlichen Autoritäten und Institutionen. Das 11. Haus steht des Weiteren für Gruppen, für Vereine, für Gleichgesinnte und der Saturn möchte, dass du dich hier auf das Wesentliche reduzierst. Der Saturn steht nicht für Expansion, er steht für Reduktion. Das bedeutet, schau dir genau an, welche Freunde sind es noch wert, Freunde genannt zu werden. Welche Gleichgesinnten passen wirklich zu dir? Welche Vereine tun dir gut? Und wenn da irgendwas nicht mehr passt, dann scheue nicht, dass du davon loslässt, dass du dich davon trennst, denn auch dadurch kann mehr Ruhe in dein Leben einkehren, indem du dich ein Stück weit von dem, was nicht mehr essentiell ist für dich, dass du dich eben davon lossagst. Wir haben den Jupiter im 1. Haus, das ist die beste Hausposition für den Jupiter. Dort geht es ihm sehr gut. Du beschäftigst dich jetzt viel damit, ob du ein Leben lebst, was dich mit Sinn erfüllt, ob du einen Weg gehst, der deinen Idealen und Werten entspricht. Auch das Thema Glaube, Philosophie, Weisheitslehren oder auch Lehrer oder Lehrerinnen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, können jetzt wichtiger für dich werden. Wenn du eine Frau bist und du bist in einer Partnerschaft, dann kannst du jetzt viel Unterstützung vom Partner bekommen. Wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, dann kann es sein, dass du darüber nachdenkst, dass es doch schön wäre, gemeinsam mit einem Partner durchs Leben zu gehen. Der Jupiter steht auch für Kinder, also auch mit Kindern wirst du jetzt sehr, sehr eng verbunden, solange der Jupiter hier am Wirken ist. Und du möchtest, wie gesagt, dein Leben ausrichten nach Jupiters Themen, mehr Sinn reinbringen, mehr entsprechend deinen Idealen leben. Vielleicht möchtest du in deiner Entwicklung wachsen. Also der Jupiter wird dir gut tun im ersten Haus, er ist ja der Glücksplanet und so kann er dir auch helfen, hier vorwärts zu kommen. Wir haben den Mars die ersten 2 Drittel im Monat im 2. Haus, dort ist er auch noch unter dem Einfluss vom Mondknoten Rahu. Das heißt, der Frust, der Ärger in Verbindung mit Finanzen oder auch in Verbindung mit den Eltern, mit deinen Ressourcen wird verstärkt. Der Rahu hat ja schon Stress angezeigt in diesen Bereichen und der Mars verstärkt das noch einmal. Deswegen achte auch unbedingt im Umgang mit deinen Eltern darauf, ja, wie du da mit Konflikten umgehst. Denn ansonsten kannst du selber viel kaputt machen, wenn du diesem Mars da freien Lauf lässt. Im letzten Drittel im August haben wir ihn im 3. Haus, dort geht es dem Mars gut, das 3. Haus steht für eigene Anstrengungen, der Mars möchte sich ja anstrengen und Dinge reparieren, etwas wieder in Ordnung bringen, was kaputt ist. Jüngere Geschwister können wichtiger werden für dich oder auch Nachbarn, aber klar, Mars ist Mars, er kann auch hier Auseinandersetzungen anzeigen. Und idealerweise nutzt du die Energie vom Mars in diesem Haus, um sie auf deine Fertigkeiten zu richten, um dich, ja, Energie in deine privaten Interessen zu stecken oder um dich damit auseinanderzusetzen, was du wirklich willst. Also lieber die Energie vom Mars wegnehmen in Verbindung mit anderen, dass du sie auf andere abgibst und lieber für dich nutzen, dass du vorwärts kommst in diesen Bereichen. Der Mars steht für dein Zuhause, das 3. Haus ist ein Transformationshaus. Entweder gibt es Veränderungen in Verbindung mit deinem Zuhause oder wenn du umziehen möchtest, dann ist das eine gute Zeit dafür. Wir haben die Venus die ersten 11 Tage im 4. Haus, das ist die beste Hausposition für die Venus. Das hilft dir jetzt innen, ja, ausgeglichener zu sein, auch Freude empfinden zu können, dich Dingen hinzugeben, an denen du Freude hast, die du liebst. Sie kann dir helfen, die Venus im Umgang mit der Mutter. Es ist auch eine gute Zeit, um dein Zuhause schöner einzurichten, sodass du dich dort richtig wohlfühlst, dich dort gut erholen und regenerieren kannst. Wenn du ein Mann bist, beziehungsweise die Venus regiert bei dir über das Beziehungshaus, also egal ob Mann oder Frau, der Partner oder die Partnerin kann auch bei dir einziehen, wenn das noch nicht der Fall ist. Gut, wir haben dann ab dem 12. August die Venus im 5. Haus. Das ist eine gute Zeit, um dich deinen Talenten zu widmen, um kreativ zu sein und hier vor allen Dingen die Talente auszuüben, die dir wirklich gut tun, die du als Freude empfindest. Nicht als Pflicht, sondern als Freude, die du liebst, wo du wirklich voll und ganz bei der Sache bist. Die Venus im 5. Haus ist auch gut für den Umgang mit Kindern und vielleicht möchtest du auch in ein Auto investieren, denn das 5. Haus steht ebenfalls für Investitionen. Wir haben die Sonne bis zum 23. August im 5. Haus. Das ist eine sehr inspirierte Zeit für dich, denn sowohl die Sonne als auch das 5. Haus stehen für Inspirationen. Achte also darauf, Zu was du dich inspiriert fühlst, nimm dich diesbezüglich ernst und geh damit in die Umsetzung. Du kannst auch deine Talente oder deine Kreativität stärker mit deiner Tätigkeit, mit deiner Karriere verbinden wollen. Vielleicht bist du auch dazu inspiriert, mehr Verantwortung oder Führung zu übernehmen. Oder du möchtest selber, weil du selber so inspiriert bist, auch andere Menschen zu bestimmten Dingen inspirieren. Wir haben die Sonne die letzte Woche im 6. Haus, auch dort geht es ihr gut, das 6. Haus steht für deine tägliche Arbeit, auch hier kannst du jetzt mehr Verantwortung übernehmen wollen. Es können auch gewisse Auseinandersetzungen sich zeigen in Verbindung mit Autoritäten, das kann ein Chef sein, das können Ämter sein, staatliche Institutionen oder eben auch der Vater. Und es ist wichtig für dich, wenn die Sonne das Haus der Gesundheit durchläuft, dass du dich bewegst, dass du dich vital hältst. Wir haben den Merkur, dieser durchläuft gleich 3 Zeichen und somit 3 Häuser in diesem Monat. Die ersten 4 Tage ist er im 5. Haus. Das ist auch sehr gut, wenn es um das Ausleben deiner Talente geht oder vielleicht möchtest du sogar diesbezüglich dich noch weiterbilden oder sogar neue Talente erwerben. Der Merkur möchte ja immer Informationen sammeln, möchte sich weiterbilden, möchte Wissen haben. Er steht vom 5. August bis zum 26. August im 6. Haus, dort ist er im eigenen Zeichen. Wenn es um das Thema Gesundheit geht, ist das eine sehr gute Zeit, um deine Ernährung umzustellen, wenn du hier Pläne hast. Also finde eine für dich passende Ernährung und die Umstellung kannst du in dieser Phase machen. Wenn es um Investitionen geht, sei lieber achtsam, denn das 6. Haus steht auch für Verzögerungen, für Hindernisse, die laufen dann nicht so rund, wie du es gerne hättest. Wenn beruflich oder mit Kollegen oder Kolleginnen Gespräche anstehen, wenn etwas zu klären ist, dann ist das eine gute Zeit dafür. Wenn du mit Rechtsangelegenheiten zu tun hast, dann ist das auch eine Zeit, wo du das hier hineinlegen solltest, weil der Merkur hat in seinem eigenen Zeichen Jungfrau Kraft und so kann er dir dann helfen, dass du hier ja ein besseres Ergebnis erzielen kannst. Die letzten 4 Tage haben wir den Merkur im 7. Haus. Merkur und das 7. Haus stehen für die Selbstständigkeit. Bist du selbstständig, geh nach außen, mach Werbung, mach Marketing, vernetz dich mit anderen, vielleicht findest du sogar Geschäftspartner. Ansonsten natürlich steht das 7. Haus für die Beziehung, eine gute Zeit, um miteinander Dinge zu tun, die euch Spaß bereiten. Merkur möchte ja auch Spaß haben, möchte sich unterhalten, möchte ja sich austauschen. Und Freunde können wichtiger werden, vielleicht verreist du auch mit Freunden, das 7. Haus steht ebenfalls für Reisen. Und wenn du noch nicht selbstständig bist, da der Merkur bei dir auch über das Haus der täglichen Arbeit regiert, kannst du dir vielleicht darüber Gedanken machen, ob das ein Weg für dich ist. Gut, und dabei möchte ich es jetzt belassen für diesen Monat. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Liebe. Alles, alles Gute. Mache das Beste aus diesem Monat im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja, und bis bald oder bis zum nächsten Monat.